Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier von Krypto Deutschland. Dieses Video ist wirklich sehr, sehr wichtig. Bitcoin ist aktuell krass am Ausbrechen. Ich werde euch ganz genau zeigen, wie ich jetzt die aktuelle Bewegung traden werde. Ich werde euch meine Preisziele zeigen, die ich jetzt aktuell anvisiere. Ich werde euch auch ganz genau zeigen, wo wir jetzt vorsichtig werden müssen, also wo wir den nächsten Widerstand finden werden. Wenn euch das Video gefällt, drückt auf jeden Fall den Daumen hier nach oben. Wird mir hier wirklich sehr weiterhelfen. Und wenn ihr diesen Move aktuell auch traden wollt, könnt ihr mal gerne in den Pinned Comment gucken oder in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Bybit-Link, wo ihr bis zu 1.600 Dollar Bonus bekommt. Einfach so kostenlos nach eurem initialen Deposit. Und wenn euch das gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne in meine VIP-Gruppe, wo aktuell Updates in Echtzeit zu diesem Bitcoin-Trade kommen. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit mehr und gehen jetzt mal direkt in den Bitcoin-Chart. Und ich werde euch dort ganz genau zeigen, was ich jetzt mit dieser aktuellen Kursbewegung machen werde. So, jetzt befinden wir uns hier im aktuellen Bitcoin-Chart und dieses Pattern, was wir hier aktuell geformt haben, habe ich euch ja schon in den letzten Videos gezeigt. Und zwar haben wir hier ein Symmetrical Triangle geformt, welches jetzt hier nach oben hin ausbricht. Wenn wir jetzt hier weiterhin nach oben hin ausbrechen und diesen Bullrun jetzt hier fortsetzen, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt hier auch weiterhin im Bullenmarkt bleiben, da dieser Breakout ein extrem hohes Preisziel hat. Dieses Preisziel, was ich jetzt hier aktuell anvisiere, werde ich euch zeigen. Nochmal kurze Information hier vorab, und zwar dieses Preisziel, was ich euch jetzt zeigen werde, werden wir natürlich nicht morgen erreichen und auch nicht übermorgen. Das wird jetzt die nächsten ein, zwei Wochen dauern, aber der Bitcoin geht jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil wir jetzt hier einen sehr wichtigen Widerstand aktuell gebrochen haben. So, und zwar hatte ich euch ja, wie gesagt, dieses Pattern schon gezeigt. Ich hatte euch auch das W-Pattern gezeigt, darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Das hatte ich ja in meinem vorletzten Video, hatte ich euch ja dort meinen Trade gezeigt, den ich hier genommen habe. Und zwar hatten wir hier an dieser Stelle das W-Pattern, was dann nach oben hin ausgebrochen ist. Hier hatten wir zwar noch einen Rücksetzer bekommen, aber haben auch insgesamt hier oben das Preisziel absolut perfekt getroffen und sind jetzt hier sogar ausgebrochen. Und zwar aktuell sieht es noch nicht danach aus, als hätten wir hier eine Confirmation bekommen. Es kommt natürlich aber auch hier immer darauf an, wie wir das Pattern hier ziehen. Und zwar, wenn wir jetzt das Pattern ein wenig anders ziehen und die Linie hier oben mal neu ansetzen und sagen beispielsweise, hier oben ist das Top und wir ziehen das Pattern so, dann hätten wir hier schon die Breakout Confirmation bekommen. Ich bin mir hier aktuell selber unsicher, da bin ich auch ehrlich zu euch, das kann man auch nicht 100% sagen, ob wir jetzt hier schon eine Confirmation haben oder nicht. Es könnte hier an dieser Stelle sogar schon die Confirmation sein, also der bestätigte Ausbruch, was die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich erhöht, dass wir jetzt weiterhin steigende Kurse sehen. Und zwar rechne ich jetzt in den nächsten Wochen mit einem Preis hier von hier oben circa 50.000 Dollar, was wir jetzt hier in den nächsten ein, zwei Wochen erreichen werden. Ich werde euch hier auch noch einen sehr, sehr wichtigen Indikator zeigen auf dem 4-Stunden-Chart, und zwar ist das die EMA Ribbon. Die EMA Ribbon zeigt uns an, wenn wir unterhalb der EMA Ribbon sind, wie beispielsweise jetzt hier in dieser großen Phase, dann sind wir bearish. Das heißt, wir können mit fallenden Kursen rechnen. Sobald wir die EMA Ribbon nach oben hin brechen, oberhalb der EMA Ribbon sind, dann sind wir bullish. Ich zeige euch einfach mal ein Beispiel. In dieser Phase, als wir hier, ich zoome hier nochmal ein bisschen weiter raus, wo man das nochmal besser sieht, als wir hier diese krassen Run-Ups bei Bitcoin haben, wo wir hier dauernd neue All-Time-Highs gesehen haben, waren wir oberhalb der EMA Ribbon. Und bei den Korrekturen, die wir gesehen haben, waren wir unterhalb der EMA Ribbon. Das heißt, die EMA Ribbon ist wirklich für uns ein sehr, sehr guter Indikator, ob wir aktuell bullish oder bearish sind. Und wie wir das jetzt hier aktuell sehen, wenn wir uns das ganz genau angucken, haben wir hier die EMA Ribbon durchbrochen und auch perfekt hier als Support getestet. Wir hatten ja hier schon mehrere Breakout-Versuche aus der EMA Ribbon, die sind leider nicht gelungen, sind dann hier auch nochmal an der EMA Ribbon leider gescheitert. An dieser Stelle haben wir jetzt hier die EMA erfolgreich durchbrochen und getestet und brechen jetzt hier weiterhin nach oben aus und sind jetzt aktuell sogar schon auf einem Kurs von 39.150 Dollar, was natürlich für den Bitcoin extrem krass ist. Wir befinden uns, wie gesagt, hier auf den 4-Stunden-Kerzen. Wir haben mehrere 4-Stunden-Kerzen jetzt, wenn wir die Linie hier, so wie ich sie jetzt hier gezogen habe, outside geclosed, was natürlich die Chance nochmal deutlich erhöht, worauf ich jetzt nochmal warte, wenn ich meine, also damit ich meine Position nochmal vergrößere. Wie gesagt, ich bin aktuell immer noch in einem Trade. Ich hatte ja das W getradet, hatte ich ja auch ganz genau meine VIP-Gruppe reingeschickt. Ich habe diesen Trade immer noch offen und habe bisher dort nur sehr wenig Profite genommen und habe jetzt auch meine Position wieder vergrößert. Und zwar, warum habe ich Profite genommen? Ich habe hier an der Resistance ein paar Profite genommen, aber jetzt habe ich hier nochmal bei diesem Breakout meine Position enorm vergrößert und das wird auf jeden Fall in meinen Augen einer der krassesten Trades, die wir jetzt hier überhaupt nehmen können. Es sieht, wie gesagt, nach einem bestätigten Breakout aus, was aktuell noch ein bisschen fehlt. Ich mache es hier mal auf, ist das Volumen. Wir sehen, wir haben jetzt hier noch nicht wirklich krass viel Volumen reinbekommen. Volumen ist natürlich, also Volume Support ist natürlich auch immer
sehr wichtig, um einen Breakout vernünftig hier zu bestätigen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir jetzt bald Volumen reinkriegen. Sonst könnte es natürlich sein, dass wir hier nach unten hin Fake-outen, was natürlich extrem blöd für uns alle wäre. Aktuell, wie gesagt, schätze ich die Wahrscheinlichkeit 70-80%, dass wir jetzt erstmal in den nächsten Wochen weiterhin steigende Kurse sehen. Wie gesagt, wir haben die EMA-Ribbon nach oben hin durchbrochen. Und sind jetzt auch, wenn wir die EMA-Linien angucken, auf dem Weg, wieder die 20er nach oben hin zu durchbrechen. So, das heißt auch, mit der 20er EMA, die hatten wir dauernd als Support in der vorherigen Phase. Jetzt haben wir diese ganze Linie natürlich als Widerstand. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall immer mit mehreren Korrekturen rechnen. Das heißt, es könnte beispielsweise wie folgt aussehen, dass wir gegen die EMA kommen, erstmal wieder ein bisschen korrigieren, bis wir sie dann durchbrechen, wenn wir sie natürlich durchbrechen. Das heißt, wenn wir auf die EMA-Linien treffen, zwar einmal hier auf diese Linien und einmal kommen ja da oben die beiden Linien hier noch, die 150er EMA. Und wenn wir auf diese Linien treffen, werde ich auch immer noch einen kleinen Teil Profite nehmen. Und nachdem wir die Linie erfolgreich durchbrochen haben, geretestet haben, werde ich meine Position weiterhin vergrößern. Und zwar möchte ich hier einen Trade extrem krass hochskalieren und immer weiter diese Position vergrößern. Ich denke, wenn wir den Breakout jetzt hier weiterhin sehen, dann werde ich meine Position erstmal nicht schließen, weil sobald wir jetzt hier wieder auf dem Level von 50.000 sind, ich sage jetzt nicht, dass es 100%ig passiert, aber dann haben wir natürlich hier oben auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Bullrun weiter fortsetzen, was natürlich auch neue All-Time-Highs hier mit sich bringen würde. Und dann hätten wir hier unten natürlich eine krasse Gelegenheit für einen starken Long-Term-Trade. Das war es auch erstmal soweit von dem Video. Wenn es euch gefällt, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben vom letzten Trade, den wir hier auf YouTube, den wir hier gemeinsam gemacht haben, extrem krass im Profit aktuell. So haben wir ja den Trade bei ca. $37.000 geöffnet und sind jetzt hier gerade schon bei $39.000. Das ist natürlich extrem krass. Wie gesagt, drückt dem Video eine positive Bewertung rein. Dieses Video ist auch wirklich kurz und knapp, dass ihr jetzt hier auch direkt auf eigenes Risiko natürlich diesen Trade mitnehmen könnt. Wenn ihr mit eurem eigenen Geld nicht traden wollt, könnt ihr euch auch gerne über meinen Bybit-Link anmelden. Dort erhaltet ihr bis zu $1.600 Bonus, einfach so kostenlos nach eurem initialen Einsatz natürlich. Also ihr müsst erst was depositen, bevor ihr den Bonus bekommt. Und ich werde heute, denke ich mal, auch noch ein Bybit-Trading-Tutorial machen, dass auch jeder weiß, wie man auf Bybit traden kann. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, wenn das Video euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dann und ciao.